Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu diesem kleinen Ankündigungsvideo. Das ist vor allem für die Leute, die sich damals für meine Musik interessiert haben oder sich auch heute noch für meine Musik interessieren. Für alle Leute, die es nicht wissen, ich produziere hobbymäßig ein bisschen Musik, wenn mir langweilig ist und ich hatte ja da ja schon ein, zwei Sachen mal hier veröffentlicht. Das kam ja eigentlich so insgesamt ganz gut an bei euch. Und ich habe halt die ganze Zeit so hin und her überlegt, soll ich denn mal was veröffentlichen von dem, was ich mache? Weil ich habe bestimmt noch, keine Ahnung, 50 Tracks oder so, die ich gemacht habe, die ich noch absolut gar nicht veröffentlicht habe. Irgendwelche Remixes, die ich gemacht habe. Also wirklich mega, mega, mega viel Zeug. Und viele meiner Freunde haben mir eigentlich immer gesagt, ich soll doch mal einfach was veröffentlichen, weil es kann ja letztendlich nichts passieren, außer dass die Leute vielleicht sagen, dass es scheiße ist. Aber ich produziere prinzipiell die Musik ja eigentlich eh für mich selber, ja. Jetzt habe ich mir aber gedacht, okay, eigentlich schadet es ja gar nicht, die Musik zu teilen mit der Community, mit den Leuten, die mich kennen. Und vielleicht ist der ein oder andere dabei, der das sogar ganz cool findet und mich da unterstützen möchte und das mal ein bisschen irgendwo posten möchte. Weil wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der vielleicht auch Produzent ist und das vielleicht gar nicht mal so schlecht findet und mir dann sogar noch ein bisschen hilft, vielleicht besser zu werden, weil da habe ich auf jeden Fall Interesse dran. Weil, ja, wie gesagt, ich mache das halt hobbymäßig und bin halt öfters, ja, sehr intensiv damit beschäftigt, irgendwas zu produzieren. Habe aber bisher, wie gesagt, nichts veröffentlicht. Ich habe mir gedacht, auf YouTube möchte ich das Ganze eigentlich ungerne weiterführen. Deswegen habe ich mir ein Soundcloud-Account erstellt. Weil ich mir halt dachte, SoundCloud eignet sich eigentlich am besten, um ja, Musik zu präsentieren. Ich habe ja schon ein paar Sachen, das war gerade mein Handy, sehr schön. Ich habe ja schon ein paar Sachen hochgeladen in Reserve, die ich in der nächsten Zeit irgendwann mal veröffentlichen werde wahrscheinlich. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie ihr das Ganze findet. Ja. Und würde mich auf jeden Fall freuen, der Link ist direkt oben in der Beschreibung. Klickt auf jeden Fall mal drauf, schaut auf SoundCloud vorbei. Falls ihr euch da angemeldet habt, könnt ihr dann mir auch followen und dann halt mitbekommen, wenn ich da mal irgendwie Musik veröffentliche. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere das vielleicht sogar auch teilt auf Facebook. Ich weiß nicht, vielleicht ist da sogar irgendwas dabei, was euch gefällt. Ich habe keine Ahnung. Ich mache manchmal wirklich so völlig crazy Sachen von, wie das hier gerade auf ist, dass ich einfach, ich habe irgendwie Mario gezockt, ja. In so einem Browser-Game oder so war das, glaube ich. Und, ihr weiß nicht, hab mich dann irgendwie, hab dann so gedacht, oh, irgendwie wäre das doch crazy, wenn man so ein Future House, so ein Future House Version von dieser Mario-Musik hätte. Und da habe ich mich einfach hingesetzt und das gemacht, ja. Also viele Projekte entstehen einfach, weil ich Langeweile hatte und irgendwie keinen Plan hatte und einfach irgendwas gemacht habe, ja. Und dann habe ich einfach losgelegt. Da sind natürlich auch ein paar Sachen bei, wo auch Sachen in den Charts waren, wo ich dann Remix von gemacht habe. Natürlich auch eigene Sachen, ja. Ich habe natürlich auch ganz eigene Produktion. Da werde ich das ein oder andere bestimmt mal zwischendurch schon veröffentlichen und würde mich dann freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. So, das war's auch eigentlich schon und könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon so haltet, prinzipiell. Und wenn ihr es alles scheiße findet, dann, ja. Ich würde es nicht stören. Ich mache es eh für mich selber als Hobby und wenn ihr Tipps habt, nehme ich die auch gerne an. Ich versuche immer noch, mich zu verbessern und naja, man wird halt sehen, wo es hinführt. Ich danke euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, euer Mentor. Tschüss.